So viele Fragen, so viele Themen. Wir arbeiten uns mal munter durch. Katrin, lass mich mit dir anfangen. Und wir haben auch vereinbart, immer wenn ich hier in irgendein Diversity-Fettnäpfchen trete, wird sie mich live darauf hinweisen, damit wir nämlich die steile Lernkurve hier tatsächlich auch durchziehen. Aber Katrin, sag erstmal, wer fehlt im Panel, wenn wir es durch die Diversity-Brille anschauen? Ja, wir haben natürlich uns selbst angeschaut und gedacht, naja, wir sind auch nicht auf allen Dimensionen divers, zumindest nicht auf allen, die man sehen kann, und haben gedacht, auch im Diversity- und HR-Bereich hat man natürlich die Herausforderung, seine eigenen Teams zu diversifizieren oder Projektteams zu diversifizieren, und gleichzeitig sieht man eben auch nicht alles. Wir sprechen auch total gerne über die verschiedenen Dimensionen von Vielfalt, und ich zum Beispiel bin Arbeiterkind, meine Eltern haben nicht studiert, sowas sieht man nicht. Andere Dinge sieht man oder meint, sie sehen zu können, ne? Dass man uns als Frauen liest, wie jetzt die Identität ist, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber ja, auch in der Diversitätsbranche und in der HR-Branche können wir noch weiter Diversität vertragen. Warum scheint das so schwierig? Also, warum ist das so schwierig oder erscheint das nur schwierig? Also, ist rein konkret, allein im Panel erlebe ich bei jeder Veranstaltung, wie viel Zeit und Energie das braucht, proaktiv es sich drum kümmern, weil wenn du einmal nach links guckst und nicht drauf aufpasst, sitze ich hier mit 4 Panelisten, die genauso aussehen wie ich. Ja, das ist, glaube ich, manchmal wirklich, dass sich Zeit nehmen. Und die gibt es oft nicht. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit Robin Ritter von Zalando, der damals sagte, so einer der größten Fehler, die er denkt gemacht zu haben, war, ganz schnell sein Team aufzubauen und Menschen in Verantwortungspositionen zu nehmen, die er kennt und denen er schon vertraut. Und das war eben seine Bubble, die er, ne, an der WHU studiert und so, und das ist eine ziemliche Bubble. Und er sagte, das kriegt man dann später schnell gar nicht mehr so leicht wieder weg. Ne? Aber wenn ich jetzt relativ schnell jemanden brauche, dem ich schon vertraue, dann bin ich oft, also wir brauchen uns ja nur mal fragen, mit wem sind wir befreundet, mit wem sind wir zum Kindergarten gegangen, vielleicht sogar auch, wie sieht unser Arzt aus oder unsere Steuerberaterin, und sind es nicht auch oft irgendwie ähnliche Menschen? Jetzt habe ich dir gerade so gebannt zugehört, dass ich meine nächste Frage, die mir schon auf der Zunge lag, vergessen habe. Bevor wir fragen, wo wir stehen in Deutschland, was für Knackpunkte es gibt noch, warum ist das Thema so wichtig und für Unternehmen relevant, Rania? Das Thema Diversity insgesamt für Unternehmen. Gibt es viele Gründe. Ich glaube, was oft zu wenig beachtet wird, ist der Business Case dahinter. Ich komme aus der Tech-Welt. Gerade bei Tech Skills, Cloud Engineering, Data Science, Data Engineering gibt es natürlich noch zu wenig Diversität, gerade was Gender angeht. Was unterschätzt wird, ist der Business Case hinter Diversity, Equity, Inclusion, nämlich dass diverse Studien, beispielsweise McKinsey, zeigen, dass diverses Leadership dazu führt, dass du 25% höhere Chance hast, finanziell erfolgreich zu sein, was Gender Diversity angeht. Wenn man auf Ethnical Diversity on top schaut, sind das nochmal mehr, 32%. Das heißt, man kann viel über soziale Gründe reden, aber oft ist es auch einfach der Business Case dahinter, divers zu sein. Da würde ich gerne eine anekdotische Nachfrage stellen, weil du hast jetzt gesagt, die Wissenschaft sagt, da ist ein harter Business Case. Ich kenne persönlich eine Verantwortliche für das Thema Diversity, einem sehr, sehr großen Tech-Unternehmen, global aufgestellt, und die sagt halt immer, wir werden einfach nur so als den soften Faktor betrachtet. Ich habe zwar die Rolle und ich kann viel anschieben, end of the day fließen die Ressourcen woanders hin und alle lächeln immer nett und sagen, ja, ja, ist wichtig, und drehen sich dann wieder zu anderen Topics um. Also warum geht da quasi, warum geht Wissenschaft und Fakt dann so auseinander mit den Handlungen, die danach nicht folgen? Ich kann jetzt nicht für alle Tech-Unternehmen sprechen. Bei Google ist es auch einfach so, dass wir sagen, wir haben ja 9 Produkte mit über 1 Milliarde Nutzer. Das heißt, wir können es uns gar nicht leisten, eine nicht diverse Gruppe als Nutzerinnen und Nutzer anzusprechen. Das heißt, wir müssen eigentlich für alle Menschen, YouTube, Search, was auch immer es ist, es muss für alle Menschen passen und für alle gebaut werden. Und um dahin zu kommen, das schafft man halt nur, wenn in der Entwicklung dahinter ein diverses Team steht. Ja, wir hatten ein ganz spannendes Beispiel vor einiger Zeit, als ein neues YouTube-Feature released wurde. Und 10% der Videos wurden am Kopf stehend hochgeladen.
Und wir haben uns gefragt, woran kann das liegen? Haben wir da einen Fehler gemacht? Wir hatten nicht bedacht, dass es LinkshänderInnen und Rechtshänder gibt und haben festgestellt, das Entwicklerteam dahinter war nicht divers genug. Wären da Linkshänder und Rechtshänder im Test gewesen, dann hätte man das im Test gemerkt. Und das ist eins von vielen Beispielen, wo wir einfach sehen, man muss Produkte für alle bauen, um erfolgreich zu sein. Und das benötigt halt auch den Faktor, in sämtlichen technologischen Rollen diverses Talent zu haben. Auch das wieder ein Argument oder ein Case, wo man sagen kann, lass es mal uns so als was als Soft abgetan wird, in einen wirklich pragmatischen Business Case übersetzen. Anna, magst du vielleicht an der Stelle auch noch so ein paar Argumentationshilfen geben für Verantwortliche, die für das Thema DIE in Unternehmen verantwortlich sind, wirklich mehr Aufmerksamkeit und mehr Konsequenz zu bekommen für die Arbeit? Ja klar, also ich meine, in letzter Zeit muss man auch sagen, der Markt hat sich gedreht. Ne? Wir gehen ganz klar vom Arbeitgebermarkt, was früher mal war, zum Arbeitnehmermarkt. Und das tut halt natürlich Unternehmen weh, wenn sie sagen, okay, ich mache in der Richtung nichts. Und das merken die Unternehmen, egal welche Größe. Und das ist halt eine wichtige Kennzahl für viele. Und ich meine, das spielt sich dann natürlich auch im Umsatz wieder, wenn ich da nicht die richtigen Maßnahmen setze. Und was ich persönlich mitbekommen habe, wir sprechen ja mit Firmen von allen Größen, ist, dass öfter ist es ein Thema, zum einen, dass das Wissen fehlt im eigenen Unternehmen. Nicht jeder hat so eine Abteilung oder hat dieses Wissen. Und zum anderen hast du ganz viel auch noch Bias oben. Ein Beispiel bei uns ist es, dass ich mit ganz vielen Vorständen rede, wo 5 Vorstände sind, die sind alle weiß, die sind alle alt und alle haben eine Frau daheim, die auf die Kinder aufpasst. Natürlich hat der die Realität nicht von jemand anderen, der an der Kasse sitzt, 2 Kinder hat und nicht weiß, wie er es machen soll. Und da ist so eine kleine Problematik. Wie begegnet man diesem Bias? Also weil gehört und gelesen, dass es wichtig ist, haben wahrscheinlich auch die Menschen in der Position. Und wie schafft man da Abhilfe? Löst man das, also ist Training effektiver oder löst sich das wirklich nur auf durch Repräsentanz? Also ich glaube, jetzt kann sich's keiner mehr leisten. Deswegen der Druck ist da, von außen, aber auch von innen. Und ja, es hilft Training, aber es hilft natürlich auch der Druck der Mitarbeiter, da zu sagen, hey, du musst was machen, weil zum einen kommen wir nicht mehr zu dir oder wir bleiben nicht bei dir. Und was würdet ihr empfehlen? Also aufmischen? Ja. Aufmischen. Das heißt, heißt das auch Quote? Ist ein guter Punkt, hilft sicherlich. Löst nicht alle Probleme, aber es ist auf jeden Fall ein Weg. Sehe ich da zustimmendes Nicken oder kontroverse Gedanken dazu? Also wenn ich zum Thema Quote gefragt werde, sage ich immer, es ist ja am Ende auch nur ein Ziel. Bei allen anderen Sachen, wenn wir uns was vornehmen, setzen wir uns auch Ziele, messen die, schauen uns die an und adjustieren oder diskutieren, wenn wir da nicht hinkommen. Und eine Quote ist jetzt erstmal gar nichts anderes. Also ich finde, wenn wir es einfach Ziel nennen und wir haben das Ziel, diverse Führungsteams zu bauen, dann kann man sich auch entsprechende Quoten angucken. Ich weiß nicht genau, warum das Wort sich so anders entwickelt hat als KPI zum Beispiel. Mm. Das heißt, du würdest das ist schön, das Reframing von dem Wort, das so ein bisschen wie viele Wörter so bös belegt wurde, so wie wenn jemand Verzicht sagt oder Freiheit aktuell. Das wird ja dann auch gern so dargestellt, als wenn jetzt so ein Hiring-Manager gar nichts mehr frei entscheiden darf. Und so, das ist natürlich absurd. Das ist ja bei anderen Zielen auch nicht so, dass man dann gar nichts mehr entscheiden darf, sondern nur, dass man sich am Ende seiner Entscheidung fragen muss, ob ich aufs Ziel eingezahlt habe. Kurze kritische Nachfrage. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass so ein Kritikpunkt gerade bei dem ganzen Thema ist, dass Trainings oft gar nicht wirken, wenn sie mandatory sind, also wenn sie verpflichtend sind. Und dass es echt eine knifflige Angelegenheit ist, eine Kultur zu verändern. Es ist ein Milliarden-Business, der DIE-Trainingsmarkt sozusagen. Wie sorgt man dafür, dass man zum Beispiel ein Bias-Training, dass es funktioniert, dass es nicht als Pflichtübung wahrgenommen wird und danach sitzen wir zusammen und trinken Bier mit unserer Führungsriege. Also wie sorgt man dafür, dass das wirklich was verändert, langfristig? Also ich kann es jetzt von unserem Unternehmen selber sagen, weil wir haben auch das gleiche Thema, wir bauen gerade ein Team auf. Für uns hat viel mit Werten zu tun. Wenn du die richtigen Werte festgelegt hast für das Team und jeder da quasi auch offen ist, dann macht er auch sowas oder er beschäftigt sich mit diesen Themen. Und das fängt ganz klar an, wen stelle ich ein, aber auch nach welchen Werten stelle ich ein. Und das zum Beispiel hilft uns persönlich zu sagen, okay, unser ganzes Team ist da offen dem Thema zuständig. Bei größeren Unternehmen müsste ich in die Runde fragen. Ja, Ranja, ergänzt doch mal, wie geht ihr das an? Und habt ihr dabei effektive
Maßnahmen vorgehen festgestellt und habt ihr vielleicht auch Learnings, wo ihr gesagt habt, das hätten wir uns sparen können jetzt im Nachhinein? Ich habe jetzt nicht die Expertise wie links und rechts, was die Theorie dahinter angeht, aber was ich sagen kann, ist, es funktioniert bei uns, ja, vor allem in Rollen, die ja statistisch sehr unterbesetzt sind in der Universität. Na, gibt es zahlreiche Studien, wo man sieht, Cloud, Data Engineering etc. sind eher niedrige Frauenanteile, dass wir da doch sehr divers sind. Was ich so spannend finde an der europäischen Diskussion ist, man hat ja zwei Herausforderungen in Europa. Das eine ist, wir reden über mangelnde Diversität. 22% der Technologierollen sind weiblich besetzt in Europa. Gleichzeitig sagen wir haben einen Talentgap von 3 Millionen Tech-Talent-Stellen, die wir brauchen in den nächsten 3 Jahren. Das Lustige ist, wenn man die zwei Studien verknüpft, sieht man, man kann das eine durchs andere tatsächlich lösen. Wenn wir den Frauenanteil auf 44% heben würden in Europa in Technologierollen, dann hätten wir diesen Gap geschlossen. Plus, wir hätten auch noch 400 Milliarden zum GDP addiert, das als Seiteneffekt. Also auch wieder eine sehr gute Business-Argumentation. Immer. Kritische Nachfrage, ne? Auch da hier oberflächlich mit dem Thema durch Medien bewandert. Hört man immer wieder, ne, ein großes Problem bei vielen großen Tech-Companies, gerade auch Startups, die dann groß geworden sind, aus dem Silicon Valley ist toxische Kultur, gerade im Developer-Bereich, sehr viel Toxic Masculinity. Begegnet euch das bei Google auch? Müsst ihr deinen Developer-Teams mit bestimmten Maßnahmen gegen vorgehen? Ja. Ich habe ja das Privileg, Engineering, Customer Engineering leiten zu dürfen, so fern ab und mit eigentlich der Grund, warum ich mich für Google entschieden habe. Ich hatte vor über einem Jahr den Schritt gemacht, eine neue Rolle zu suchen, hatte viele CTO, CIO und andere Tech-Unternehmen interviewt. Und was für mich ausschlaggebend war, unter anderem, war die Art, wie da Diversität und Inklusion gelebt wird. Das wusste ich natürlich noch nicht, als ich unterschrieben habe, aber es ist so deutlich geworden in der Art, wie Interviews geführt werden. Und ich glaube, das unterschätzen manche Unternehmen oft. Allein die Fragen, die sie ihren Kandidatinnen und Kandidaten stellen. Hast du ein Beispiel? Sagen, eine Person im Raum nimmt nicht an der Diskussion teil. Was machst du? Ganz simple Frage. Ja, allein solche Fragen zu stellen, zeigen ja schon, welche Art von Leadership-Fähigkeiten suche ich als Unternehmen, ja, und welche Art von Leadership-Kultur will ich etablieren. Ja, ich habe mit vielen anderen Unternehmen interviewt, die keine einzige Frage in diese Richtung gestellt haben. Und ich glaube, auch das ist etwas, wo man ja als Unternehmen schon glänzen kann, lang bevor die Menschen überhaupt im Unternehmen angekommen sind. Du bist ja in der Führungsposition, insofern bist du jetzt vielleicht nicht, wie du selber gesagt hast, in der Tiefe die Expertin, aber definitiv in der Umsetzung auf jeden Fall die Verantwortliche, würde ich sagen. Mit welchen Methoden arbeitest du da, um das Thema voranzutreiben? Du hast im Vorfeld was von psychologischer Sicherheit erwähnt. Auch da wieder der Business Case dahinter. Die Grundlage für Innovation ist bei uns bei Google psychologische Sicherheit. Was meinen wir damit? Dass jede und jeder Mitarbeiter sehr offen und sehr deutlich widersprechen kann, konstruktives Feedback geben kann, insbesondere nach oben ins Leadership. Und wir sind der Überzeugung, nur wenn wir das so offen leben und diese psychologische Sicherheit schaffen und fördern, nur dann können auch wirklich kreative, diverse Ideen zum Tragen kommen. Und das wiederum hat einen Business Case dahinter und das wiederum treibt Innovation. Das heißt, die psychologische Sicherheit, auch da kann ich persönlich sicher noch viel lernen. Ich glaube, da können wir alle noch besser werden. Aber das ist unser Ziel, um eben diese Innovation, gerade im Engineering, zu unterstützen und zu befeuern. Ich hätte noch ein paar Nachfragen, aber wir wollen natürlich auch noch Katrin im Gespräch halten. Und Katrin, ich glaube, ich habe bei dir auf Link gelesen, eigentlich ist gerade in Köln der große Personaler-Event, wenn ich mich nicht täusche. Wieso bist du hier auf dem Impact Festival? Sehr gute Frage, weil ich mich eigentlich intern irgendwie immer wiederhole und sage, wir müssen die Produkte und Prozesse inklusiv machen. Das gilt für die Personalabteilung. Das war ein sehr gutes Beispiel. Welche Fragen stellen wir bei der Einstellung?
was passiert im Onboarding, welche Fragen stellen wir auch im Exit-Interview und hat davon irgendwas mit Inklusion zu tun, zum Beispiel, also ein Reinmassieren. Aber noch viel mehr auch in alles andere, was wir tun, beispielsweise Barrierefreiheit in den Tech-Produkten, kann aber auch sowas sein wie Senioren als Thema zum Beispiel. Es gibt so eine SeniorInnen-Akademie in den Shops, wo man mit dem iPad umgehen lernen kann, entlastet die Enkel sehr. Und aber auch in der Produktentwicklung kann das sein, dass so ein Pop-up auf dem Screen zum Beispiel bei Magenta TV so schnell wieder weg ist, dass Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind und erstmal eine Brille aufsetzen müssen, gar nicht so schnell hinterherkommen. Also auch in der Produktentwicklung muss man inklusiv denken lernen. Fast noch wichtiger als das HR-Thema an sich. Und deswegen ist mir es super wichtig, Diversity eher so zu positionieren. Das heißt, du bist hier bei einem Event, wo viele Startups sind, weil du das Gefühl hast, du kannst hier noch ganz früh schon in der DNA was beeinflussen. Hatte ich das richtig verstanden? Ja, und auch unsere B2B-Kollegen vor Ort und Kolleginnen am Stand, das ist auch für mich auch super wichtig zum internen Netzwerken, weil zu deiner Frage, wie kriegt man das denn jetzt in die Organisation? Es gibt immer mal wieder Investor-Relations-Anfragen oder Medienanfragen. Oder auch B2B-Anfragen, dass jemand sagt, wir wollen nur mit der Telekom ein Geschäft machen, wenn ihr uns vorher erklärt, was ihr denn zum Thema Diversity macht. Dann landet bei mir der Fragebogen und ich habe jetzt angefangen zu sagen, was wäre denn, wenn ich euch das nicht ausfülle, liebes Sales-Team? So. Also müsstet ihr euch nicht auch gut auskennen mit diesen Themen, ne? Mhm. Ist das eigentlich jetzt so hilfreich, wenn das nur bei mir liegt zum Beispiel? Ne? Müsstet ihr nicht zu diesen Themen auskunftsfähig sein? Gute und Frage. Also ist es eigentlich für mehr als HR ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Und dann auch zu sagen, wenn das nur ein HR-Thema ist, dann müsst ihr euch jetzt wohl selber drum kümmern. Das tut mir wohl sehr leid. Nein, das mache ich natürlich nicht beim ersten Mal, ne? Aber es ist ja wichtig, so politische Verhandlungsmasse zu haben. Wie sorgt man dafür, dass es von der HR-Abteilung rauskommt? Habt ihr da gute Beispiele für? Also man kann das natürlich auch durch die Aufhängung machen. Viele Firmen haben das Thema nicht in der Personalabteilung, sondern bei oder neben Nachhaltigkeit oder in der Strategie hängen. Ich bin jetzt tatsächlich aufgegangen in der Personalabteilung, denke mir, am Ende kann man Change auch von überall vorantreiben. Aber wir arbeiten schon ganz viel auch mit den Netzwerken, mit so Multiplier-Systemen, das Übersetzen von einer High-Level-Strategie in das, was für die Segmente und die Business-Units wichtig ist. Ne? Wenn ich jetzt in eine Law and Integrity Abteilung gehe, für die ist was anderes relevant, als wenn ich in eine Brand Abteilung gehe. So, ne? Und dann eben auch wirklich in die Führungsteams und diskutieren, was ist jetzt an diesem Thema für euch spannend und was auch nicht. Ich habe jetzt gesagt, ne, wird immer so abgetan als Soft-Thema. Ist das denn so? Wo stehen wir in Deutschland, was Inklusion angeht, was Vielfalt angeht, was Gerechtigkeit angeht? Was ist so das Fazit deinerseits von der 1 bis 10? Wo sind wir gut aufgestellt, wo krankt es? Also es kommt sehr drauf an, mit welchen Unternehmen du redest, weil es ist noch ein sehr Teppichfeld, also man weiß nicht ganz genau, was rauskommt. Was ich selber gemerkt habe, es wird sehr viel drüber gesprochen, es hängen auch überall die Regenbogenfahnen aus bei vielen Unternehmen und im Endeffekt, wenn du dann mit denen sprichst, gibt es sehr wenige Maßnahmen intern. Sie hängen aber auch nur auf den deutschen Social Media Accounts auf. Genau. Okay. Nicht in den Regionen, wo es kritischer ist. Genau. Aber man muss schon sagen, es machen viele auch viel, aber es machen viele auch gar nichts. Und das ist sehr unterschiedlich und du weißt auch nie, auf was auf dich zukommt. Das hat nichts mit der Größe zu tun oder mit dem Umsatz vom Unternehmen oder mit der Branche. Ich sage immer, das kommt von oben. Ne? Wenn es von oben nicht kommt und nicht gelebt wird, kommt es auch nicht in die Organisation bis nach unten. Und das fehlt halt bei vielen Firmen noch. Was würdest du sagen, weil spannend bei Google ist ja, das Thema ist in den USA, glaube ich, nochmal um so viel mehr aufgeladen. Auch wirklich so ein bisschen Teil des Kulturkampfes sogar in den USA. Das ist wahrscheinlich hier nicht so der Fall. Aber kannst du das ein bisschen vergleichen? Dadurch, dass wir ein globales Unternehmen sind und auch sehr virtuell alle zusammenarbeiten, ja. Auch ich arbeite irgendwie jeden Tag mit allen möglichen Kontinenten zusammen. Dadurch merkt man bei uns persönlich jetzt keinen großen Unterschied kulturell, in welcher Region du bist. Aber nach außen? Also du hast ja wahrscheinlich den wenn ihr die Kultur mitbringt, ist die wahrscheinlich schon sehr durch die USA informiert. Das heißt, wie nimmst du aus der Brille deinen Status quo in Deutschland wahr? Es hilft natürlich. Also unsere Kunden sind ja primär deutsche Unternehmen oder lokale Unternehmen hier in Europa. Da merkt man schon, dass es natürlich
einfacher ist, als amerikanisches Unternehmen diese Themen voranzuführen und voranzubringen, auch weil wir vielleicht da agiler sind bei diesen Themen. Ich glaube, je traditioneller das Unternehmen ist, umso schwieriger tun sich die damit. Aber ich glaube, auch dafür heißt es dann, wirklich Verständnis mitzubringen und auch zu sagen, hey, du kannst ja auch sehr inklusiv sein, Stichwort psychologische Sicherheit. Ja, du kannst inklusiv sein, da musst du noch gar nicht divers sein. Aber vielleicht starte mal sofort mit Inklusion. Ja? Da musst du noch nichts verändert haben und noch keine Recruiting-Pipeline aufgebaut haben und noch keinen diversen Vorstand haben. Du kannst heute schon mit Inklusion starten und die Diversität, die folgt ja dann meistens schneller, als man denkt. Diversität ist ja in unserer Gesellschaft da. Man muss sie nur ein bisschen mehr in den Vorständen abbilden und inklusiv sein. Katrin, was würdest du sagen? Wo stehen wir? Wo sind noch die größten Hindernisse? Ja, das Thema Rainbow Washing oder Pink Washing ist ja sehr aktuell und ich sehe da so beides. Ich sehe Firmen, die sich positionieren und wenn ich genauer hinfrage, ganz wenig passiert und andersrum passiert manchmal ganz viel und es ist noch nicht sichtbar. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei der Telekom versucht, die IT umzustellen zum Thema Nicht-Binarität. So, und da, also, ne, diverses Geschlecht abzubilden. Ich sehe, du sagst aus, als hättest du dazu eine Frage. Genau, erklär es kurz. Also, ja. Es ist ja so, dass man zum Beispiel im Adress bei der Auswahl, bei der Anrede, Herr, Frau, divers oder männlich, weiblich, divers oder ne, auf jeden Fall eine dritte, eigentlich auch eine vierte Option anbieten muss. Und das wiederum in den Software-Systemen abzubilden, ist unfassbar aufwendig. Das konnte ich selber gar nicht glauben. Also das heißt, es kann sein, dass da ein ganzes Team dran arbeitet, dass da ein Millionenbudget hintersteht und man trotzdem noch nichts nach außen sieht. Ne? Und das wird dann auch sehr schnell mal abgetan, irgendwie von den Medien oder von so aktivistischen Leuten, die drauf gucken und aber wenig über die Prozesse im Unternehmen kennen. Das finde ich manchmal auch ein bisschen schade. Ja, das ist ja auch nur eine Realität, dass das von außen so aussieht, als wäre es nur ein Feld. Ne? Und dann wird dann schnell gesagt, na, wenn ihr es ernst meinen würdet, würdet ihr doch dieses Feld verändern. Das sehe ich schon auch, aber ich sehe auch genau andersrum, dass Leute sagen, wir sind queer-friendly, klar setzen wir uns auch ein außerhalb des Pride Month und dann frage ich, was heißt das denn genau? Und dann gibt es eigentlich keine weiteren Beispiele, außer wir machen mal so ein Event und es gibt so ein Unconscious Bias Training. Mhm. Weil was heißt denn das konkret zum Beispiel beim Thema Entsendungen und Business Trips zum Beispiel haben wir jetzt gerade nochmal den Prozess so verändert, dass es auch extra Warnung und extra Schutz gibt für die queeren Mitarbeitenden, dass die nicht an Orte geschickt werden, wo es für sie gefährlich sein kann, dass das Teil der Reisewarnung ist. Und das ist vielleicht nicht für alle Mitarbeitenden relevant, also leider Gott sei Dank, aber leider gibt es da einen Unterschied und das eben im Prozess zu verändern. Das ist wieder das Inklusivmachen eines Prozesses. Das ist nicht, wir sind nett miteinander, wir haben ein tolles Event, sondern das ist, wir haben den Prozess uns angeguckt aus den Augen von allen und der Prozess. Aber auch das gar nicht unaufwendig, wahrscheinlich das automatisiert aufzugleisen, dass so eine Reisewarnung automatisiert bei mehreren tausend Mitarbeitern rausgeht. Ja, genau, und dann ist ja auch immer die Frage, die Daten hast du ja auch gar nicht als Personalabteilung, ne? Also muss es ja so aufbereitet sein, dass es jetzt ohne persönliche Daten funktioniert. Du hast vorhin gesagt, ne, Pinkwashing beobachtest du auch immer wieder. Was ist in deinen Augen dann authentisches? Ein authentischer Umgang mit Vielfaltgerechtigkeit und Inklusion oder Management davon? Ja, ich tue mich zum Beispiel auch schwer und da bin ich, glaube ich, die Einzige mit dem Buzzword Zero Tolerance Policy. Ich weiß aber nicht, was das sein soll, weil im Arbeitsrecht ist es ja nicht so, dass man Zero Tolerance hat. Da müssen Leute ermahnt werden oder abgemahnt werden und da muss ja auch was vorfallen. Wir haben ja ein Arbeitsrecht, jedenfalls in Deutschland, was auch Arbeitnehmer schützt und ich will immer nicht irgendwas versprechen, was dann nicht stimmt oder wenn Firmen sagen, bei uns hat Rassismus keinen Platz. Ja, das kann meine Haltung sein, aber ich muss ja schon irgendwie davon ausgehen, dass wenn meine Firma Gesellschaft abbildet, dass auch Dinge passieren bei uns. Ja, und das irgendwie, also nicht in so Corporate-Sprech verpacken, der dann so klingt, als wäre schon alles perfekt. Das kann ich jedenfalls nicht haben. Hast du ein, zwei gute Cases, die sich wirklich trauen, Dinge offensiv anzusprechen, wo die Firma noch nicht so gut dasteht? Also jetzt in Nachhaltigkeit, ne, keine Ahnung, wenn du auf einen Schokoriegel von Vegans guckst, dann sagen die halt hier, bei dem Riegel im Bereich Wasser sind wir echt schlecht, aber wir arbeiten dran. Also gibt es ein Äquivalent dazu in Bezug auf Vielfalt oder so, wo du gesagt hast, okay, das war eine wirklich gute Kommunikation.
Ich habe eher das Gefühl, das sind dann Einzelaccounts. Also weil es dann wirklich um die Corporate-Kommunikation geht, klingt die, finde ich, immer sehr ähnlich. Also, ne, ich versuche einfach, wenn ich kommuniziere, auf Bühnen oder bei LinkedIn das so zu tun. Und es gibt sicherlich auch eigene, also einzelne, denen ich gerne folge. Jetzt will ich aber nicht sagen, bei denen läuft es nicht perfekt und die kommunizieren das so, weil ich weiß nicht, ob es bei denen, also oft diejenigen, die sagen, bei uns ist es nicht perfekt, sind die, die es am besten machen. Leicht. Also, ne, ich werde immer ganz hellhörig, wenn alles so wundervoll klingt. Rania hat zustimmend genickt, habe ich gesehen. Mir fällt eines ein zu dem Thema, nicht perfekt und besser werden. Ich habe jetzt die Zahlen für Google nicht parat, einfach weil ich Technologie leite und nicht beruflich mich diesen Themen Vollzeit widme. Aber eines, was man ja in Studien übergreifend über alle Technologieunternehmen hinweg sieht, ist, dass gerade die Rollen mit den geringsten Frauenanteilen heute jene sind, die am stärksten wachsen, nach vorne gerichtet. Na, durch Trends wie Gen AI, langfristige Entwicklungen mit künstlicher Intelligenz dahinter. Und das ist schon problematisch, weil das hieße ja, wir machen eher Rückschritte, was Diversität angeht, als Fortschritte. Mhm. Sind jetzt europäische Zahlen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie die Zahlen genau für Google ausschauen, aber das ist schon was, was top of mind sein sollte für uns alle, zu sagen, fördern wir da Diversität auch wirklich an den kritischen Stellen genug, damit eben diese Rollenprofile und diese Fähigkeiten, Cloud, künstliche Intelligenz und Co., wo heute schon wenig Frauen sind und von denen wir aber wissen, dass sie nach vorne gerichtet am stärksten wachsen werden an Relevanz und strategisch sein werden, dass wir das. Katrin wollte kurz was hinzufügen. Ja, nicht direkt dazu, aber zu deiner Frage von dem Unperfekten. Da fällt mir gerade ein Thema ein, nämlich A, das Thema Daten. Also wir jetzt auch ein Praxisbeispiel aus der Telekom. Wir haben jetzt gerade unseren ersten Self-Identification-Survey pilotiert in 3 Ländern, wo man wirklich alle 7 Dimensionen über demografische Variablen abfragt. Also ziemlich sensibel, Sachen, die man eigentlich gar nicht fragt als Arbeitgeber. Also richtig auch, ne, sozialer Hintergrund, finanzieller Hintergrund der Familie, sexuelle Orientierung. Hast du eine sichtbare oder unsichtbare Behinderung? Also solche wirklich sensiblen Fragen. Natürlich freiwillig, anonym und so weiter und die empfundene Inklusion, um dann mal ein bisschen konkreter werden zu können. Und natürlich gibt es da die Sorge, dass man dann sieht, wo man die Probleme hat, aber irgendwie so eine Lust auf Transparenz zu entwickeln und eine Lust darauf zu sehen, wo man sich noch weiterentwickeln muss, halte ich eigentlich für ein total gutes Zeichen, dass jemand sich ernsthaft auf den Weg gemacht hat. Und als zweites das Thema Speak-Up-Culture, auch wenn ich jetzt berate durch die Selbstständigkeit und mich mit so Antidiskriminierungsprozessen auseinandersetze. Ich habe früher bei Zalando das Equality-Team geleitet, da kamen alle Beschwerden rein. Und wenn man da einen guten Prozess aufsetzt, dem Menschen vertrauen, dann werden die Beschwerden deutlich mehr. Und das von Anfang an schon mal zu flaggen, so wenn ihr das jetzt als KPI euch anguckt, die Anzahl der Beschwerden und das wird mehr, ist das nicht dafür ein Zeichen dafür, dass das Diversity Management einen schlechten Job macht, sondern ist das dafür ein Zeichen, dass irgendwie ein Verständnis erstmal auftaucht für das, was eigentlich the way to go ist. So, also irgendwie Lust auf die Unperfektheit halte ich für super wichtig in dem Thema. Ich glaube, zeittechnisch habe ich leider nur noch eine Frage übrig. Aber Anna, wir haben auch noch sehr wenig ganz speziell über euren Fokus gesprochen. Lass mich das daher vielleicht noch ein bisschen einleiten mit einem anderen Engel. Rede gerne ein bisschen über die Arbeit, aber sag auch, ob jetzt gerade durch die CSRD und auch die steigende Awareness, was ESG angeht, da nochmal ein Push dahinter ist, wie wir eingestiegen sind im Sinne von den Treibern für die Themen. Also merkt ihr da, dass ihr ein bisschen Rückenwind habt und vielleicht kannst du auch ein bisschen Einblick geben, ganz speziell in euer Feld. Also da hat sich definitiv einiges getan. Ich sage auch immer, wir sind noch am Anfang der Zeit, obwohl viele sagen, nee, es hat schon vor 30 Jahren stattgefunden, aber du merkst es jetzt im Firmenkontext und du merkst es ganz klar, dass die an Zahlen gemessen werden und dass auch Zahlen quasi sind unser Treiber. Wir sind auch ein ganz klarer Business Case und das kommt auch immer mit Zahlen nach dem ersten Gespräch quasi an den Vorstand, weil der das auch wirklich mitentscheidet. Und das ist ein wichtiger Punkt und das wird auch gesehen im Unternehmen. Und was ich schon gesagt habe, es kommt auch natürlich von den Mitarbeitern selber, dieser Push. Ein Thema, das hatten wir noch im Vorfeld. Eben, ihr sorgt ja wirklich dafür, Arbeit
Vereinbarkeit von Arbeit und Kind. Und es gibt immer so ein paar Posts auf LinkedIn, die sind manchmal cool und manchmal sind sie Grinch. Und das ist meistens dann, wenn ein junger Vater mega stolz darauf ist, dass er es geschafft hat, 2 Monate daheim im Kind allein zu bleiben. Manche machen es aber auch gut, aber du meintest, das Thema ist durchaus relevant, eben zu schauen, dass Vereinbarkeit von Kind und Arbeit auch für Männer relevant ist. Also es kam jetzt gerade die Väterstudie raus, dass 71% der Väter würden ihren Arbeitgeber jetzt wechseln, wenn sie nichts mit Familie und Beruf machen. Also es ist definitiv auch ein Wandel da in der Gesellschaft, dass auch Väter quasi die Zeit nehmen. Es ist definitiv noch nicht geteilt, da sind wir noch nicht, aber es geht in die richtige Richtung.